Da ist etwas in unserem Herzen geschehen, das uns innerlich bewegt, großzügig zu sein. Am Ende des Tages geht es darum, dass Gott und sein Werk, sein Name verherrlicht wird. Geben wir doch das Beste für unseren Herrn. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne mit mir auf und wir lesen 2. Mose Kapitel 25. 2. Mose 25 von Vers 1 bis Vers 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfelle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Auf dem Berg sprach Gott zu Mose und beauftragte ihn, ein Opfer für den Bau der Stiftshütte zu sammeln. Und das ist das Thema des heutigen Textes. Heute also geht es um das Opfern unserer materiellen Güter. Frage ist, was können wir aus diesem Bibelabschnitt hinsichtlich des Opferns, des Spendens, des Gebens, was können wir lernen? Nun, einige Punkte. Wir geben Gott erstens, wir geben zweitens mit Freude, drittens, wir geben aus Dankbarkeit. Das ist ja jetzt die Frage. Wenn Gott also keine Steuern erhebt, wie wir gesehen haben, er sagt es freiwillig, und auch keine Zwangsabgaben einführt, tut er nicht. Wie kann um alles in der Welt sein Reich in dieser Welt bestehen? Wie geht denn das? Muss eine Kirche nicht Steuerabgaben einholen, um zu überleben? Oft werden wir gefragt, immer wieder, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in dem Kontext in Deutschland aufwachsen und die genau die Kirchensteuern kennen, die fragen uns, wenn sie das sehen und was wir machen, ja, wie geht denn das? Ihr kriegt doch sicherlich Kirchensteuer. Nein, das sind Spenden von den Mitgliedern und von den Förderern. Und dann kommt die Frage, ja, aber wie? Ja, doch, so ist das. Ja, wie kommt das? Wie ist das möglich? Wie kann eine Gemeinde, wie kann eine Kirche, wie kann Gottes Werk bestehen ohne Zwangsabgabe? Das ist eine Frage der Motivation. Die Motivation, mit Freude zu geben, ist nämlich Dankbarkeit. Vers 2, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen und von jedem, und jetzt kommt's, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe annehmen. Das bedeutet, wenn unser Herz von der Gnade Gottes berührt wurde, dann sind wir innerlich getrieben zu geben. Da ist etwas in unserem Herzen geschehen, das uns innerlich bewegt, großzügig zu sein.
Die Kinder Israels gaben überfließend, weil sie sich der überfließenden Gnade Gottes in ihrem Leben bewusst waren. Er hatte sie doch aus der Sklaverei befreit. Er erlöste sie von ihren Feinden. Er beschenkte sie mit Reichtum. Er trug sie auf Adlersflügeln durch die Wüste. Er versorgte sie mit Essen und Trinken, wo nichts zu kaufen war. Er tat alles für sie und das machte sie dankbar. Ihr Herz wurde durch Dankbarkeit angetrieben zu geben. Wir können also sagen, die Gnade Gottes ist der Antrieb für Großzügigkeit. Und wenn uns jemand fragt, wie kommt das, dass eure Leute Spenden zusammenlegen, um ein Gebäude wie dieses, um Missionsprojekte und humanitäre Hilfen und Evangelisation und Fernseharbeit zu finanzieren, dann ist die Antwort die, sie sind durch die Gnade Gottes mit Dankbarkeit erfüllt und ihr Herz ist innerlich getrieben davon. Verstehen wir das? Selbst das Geben hat was mit Gnade Gottes zu tun. Gott ist gnädig. Er ist überschwänglich. Er gibt mehr, als wir brauchen. Und das spiegeln wir wieder, wenn auch wir geben. Wenn wir also geben, dann ist das ein geistlicher Vorgang. Das ist nicht einfach nur ein Dauerauftrag. Das ist ja leider sehr technisiert inzwischen. Und man merkt es ja gar nicht, geht ab vom Konto und dann ist es weg. Aber benutze mal diese Predigt auch ganz bewusst und führe dir neu vor Augen, dass auch dein Dauerauftrag aus Dankbarkeit und mit Freude an Gott gerichtet ist, weil er dich mit Gnade überflutet hat. Weil er dich aus deinem Ägypten befreit hat. Weil er alles, was du hast, dir schon geschenkt hat. Weil er auch dich auf Adlersflügeln getragen hat. Und weil er dir eine wunderbare Verheißung gegeben hat. Und weil du sowieso nichts mitnehmen kannst. Und deswegen ist auch der Dauerauftrag eine Anbetung Gottes. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 7 und 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen, und jetzt kommt es, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ. Sehen wir das? Gottes Gnade ist reich. Er beschenkt uns überströmend. Und weil wir in sein Bild verwandelt werden, werden auch wir mit wachsendem Glauben und mit zunehmender Reife immer mehr erkennen, dass auch unser Geben eine Reflexion des Wesens Gottes ist. Wir geben aus einem dankbaren Herzen heraus. So taten es auch die Christen in Mazedonien, die selbst in großer Armut lebten. Als sie hörten, dass die Gemeinde in Jerusalem in Not war, legten sie zusammen und sandten ihnen ein Opfer. Paulus berichtet das. Und er schreibt den Korinthern über die Mazedonier, wir wollen euch, also ihr Korinther, aber die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben wurde. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude, da haben wir Motivation zu geben, ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Sie waren tief arm, aber überfließend aus Dankbarkeit und Freude. Und das hat Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie nahmen das Geld und brachten es nach Jerusalem. Die Mazedonier gaben, obwohl sie selber arm waren. Warum? Weil ihre Herzen von Gottes Gnade berührt und angetrieben waren. Halleluja. Wir geben aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, weil die Gnade Gottes uns antreibt.
Viertens, wir geben das Beste. Wir können dieses Thema auch ausweiten auf alle Dienste, auf unser ganzes Leben. Hier im Wesentlichen geht es um die materiellen Gaben, aber es geht auch um unsere Zeit, es geht auch um mein Tagewerk, mein Dienst für ihn in der Gemeinde und in seinem Reich. Und da sehen wir geben das Beste. Wir geben es Gott, wir geben mit Freude, aus Dankbarkeit und das Beste. Vers 3 und folgende, das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur, Karmesin, weißes Leinen, Ziegenhaar, Widderfelle, Seekuhfelle, Akazienholz, Öl für den Leuchter und so weiter. Wenn wir Gott anbeten, auch mit unserem ganzen Sein, mit unseren Gaben und Spenden, mit unserer Zeit, mit unserem Dienst, dann beten wir ihn an mit dem Besten, was wir haben. Er hat hier eine kleine Bestellliste aufgegeben, der Herr. Für den Bau brauchen wir, Doppelpunkt, und dann kommt es. Ziegenhaar, das fand ich auch gut. Der Bau der Stiftshütte wird dann in den kommenden Kapiteln, sagte ich schon, ausführlich beschrieben. Und hier also zum Auftakt finden wir eine Liste der Baumaterialien und stellen fest, da waren einige und viele sehr kostbare Dinge, die zur Erstellung der Wohnung Gottes benötigt wurden. Wenn wir nur an Gold und Silber und Purpur denken, dann sehen wir, das sind High-Quality-Materialien. Aber nicht jeder vermutlich hatte in gleichem Maße Gold zur Verfügung oder Silber im Schrank liegen. Aber auch die Ärmeren konnten beitragen, Öl von ihren Oliven, Holz, was man fand, Ziegenhaare, die Ziege war wahrscheinlich einfacher zu haben als Gold. Das heißt, nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen sollten ihren Teil beitragen. Aber wichtig war, dass alle das Beste, was sie hatten, brachten. Wenn sie Gold besaßen, dann sollten sie es bringen, aber auch Ziegenhaare wurden vom Herrn angenommen. Für alle war es ein Privileg, zum Bau der Hütte beizutragen, in der Gott zu wohnen versprach. Und ich glaube, so dürfen auch wir unser Leben als ein Privileg ansehen, dass wir das Vorrecht haben, uns zu investieren mit Geld, mit Zeit, mit allem, was wir haben. Und die Frage an dich heute und auch an mich, wenn du damals dabei gewesen wärst mit dem, was du heute hast, was hättest du beigesteuert? Was wäre dein Beitrag gewesen? Was hättest du gebracht? Geben wir doch das Beste für unseren Herrn. Und dann ganz zum Schluss. Wir geben zu seiner Ehre. Vers 8 heißt es dann, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also die Stiftshütte hatte eine zweifache Bedeutung. Zwei Dinge sollte sie ausdrücken. Sie sollte einmal Gottes Heiligkeit darstellen und deswegen auch die Kostbarkeiten. Und wie ich schon sagte, sie sollte auch die Nähe Gottes zu ihnen darstellen. Der ganze Komplex der Stiftshütte war mit der äußeren Umzäunung etwa 50 mal 25 Meter, das ist die äußere Umzäunung, und dann innen das Zelt war etwas kleiner und die verschiedenen Dinge, da werden wir in den nächsten Sonntagen etwas Genaueres drüber hören. In diesem Komplex der Umzäunung war diese zeltähnliche Hütte enthalten und die war so ähnlich wie die, in der sie wohnten, die Zelte, in denen Israel wohnte. Und durch diese Ähnlichkeit auf der einen Seite wurde deutlich, Gott ist nahe. Natürlich konnte Gott nicht in der Hütte gefasst werden. Die Erde ist der Schemel seiner Füße. Vier Wände können ihn nicht begrenzen, aber es ist ein Zeichen seiner Nähe und seiner Gegenwart. Aber zugleich war sie auch das Heiligtum Gottes. Das bedeutet ein heiliger und abgesonderter Ort, das wurde deutlich, weil das Zelt Gottes besser war, wertvoller war, hochwertiger war als alle anderen Zelte im Camp. Es war mit Materialien ausgestattet, die keines ihrer Hütten hatte. Das erinnert an die Erhabenheit Gottes, an seine Majestät, an seine Heiligkeit und dass er allein ihre Anbetung verdient und nicht die Götzen dieser Welt, wo sie dann ja auch immer wieder versucht waren, hinabzudriften.
Das bedeutet, was sie dort gaben, war letzten Endes ein Geben zur Verherrlichung des Namens Gottes. Und so ist es auch mit unserem Geben. Am Ende des Tages geht es darum, dass Gott und sein Werk, sein Name verherrlicht wird. Deswegen stehen auch alle, die in der Verantwortung von Gemeindeleitung, nicht nur hier, sondern überall auf der Welt sind und die Gelder in Empfang nehmen, die die Gläubigen ihnen anvertrauen, in der großen Verantwortung, dies so einzusetzen, dass der Name Gottes geehrt wird. Dass verkündigt wird, Gott ist in Jesus Christus nahe. Dass viele Menschen die Botschaft des Evangeliums hören, der Sohn Gottes kam auf diese Erde, um für deine Sünden zu bezahlen. Und wenn du an ihn glaubst und ihm vertraust, dann kommt er dir in Jesus Christus nahe. Das ist die Einladung des Evangeliums, die aber erst dann Sinn macht, wenn wir zugleich die Heiligkeit Gottes verstehen. Er ist ein abgesonderter Gott, der höher ist als wir. Er wohnt nicht in demselben Zelt wie wir. Seins ist kostbarer Ausdruck seiner Majestät, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit. Eigentlich können wir ihm uns nicht nahen, aber durch seinen Sohn Jesus Christus kam er zu dir herab. Das ist die Botschaft, die die Gemeinden dieser Welt verpflichtet sind zu verkündigen. Mit den Gaben und der Unterstützung der Gemeinde und der Mitglieder und der Christen im Allgemeinen, damit der Name Gottes verherrlicht wird und seine Botschaft hinausgeht. Wir geben, damit Gottes Name geehrt wird. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das so alles mir angeguckt habe, habe ich wirklich auch mein Herz geprüft und habe gesagt, Herr, veränder mich. Hilf mir, dass ich das in meinem Herzen verstehe. Ich gebe, und wenn ich gebe, Herr, ich gebe dir. Herr, ich gebe mit Freude und nicht mit einer Faust in der Tasche. Ich gebe aus Dankbarkeit, weil du mich erlöst hast. Ich gebe, weil alles, was ich habe, sowieso dein ist. Ich gebe auch das Beste, Herr. Und wenn es nicht Gold im materiellen Sinne ist, aber ich gebe dir auch meine Zeit, ich gebe dir meine Energie, ich gebe dir meine Gedanken, meines Geistes beste Kraft. Ja, und ich gebe, damit die Welt erfährt, du bist heilig, aber du bist auch nahe. Und wenn sie das erfährt, und wenn Menschen dieses Evangelium im Glauben annehmen, dann bekommt dein Name, Herr, die größte Ehre. Das ist der Wunsch für mein Spenden, für mein Geben. Und vielleicht ist es auch der Wunsch für dein Spenden und dein Geben. Amen. Wir stehen auf zusammen. Wenn wir jetzt kommen, Herr, dann mit Herzen der Dankbarkeit. Denn du bist uns in allem ein Vorbild. Vater, du hast dein Kostbarstes losgelassen. Du hast deinen einzigen Sohn, den von Ewigkeit Geliebten und von immer schon Bestehenden auf diese Erde gesandt, um uns zu retten. Es gibt kein größeres Geschenk, keine größere Gabe als Christus. Und dass du an uns gedacht hast, Jesus, als du dort am Kreuz hingst, füllt unsere Herzen mit Dankbarkeit. Bezahlt für unsere Sünden. Bezahlt, um uns aus dem Elend Ägyptens rauszuführen. Überschüttet mit Gnade und Barmherzigkeit, die wir nicht verdient haben. Wie könnten wir
dir nicht alles geben wollen. Aber du siehst unsere Herzen. Und du weißt, wie wir auch dazu neigen, diese geistlichen Realitäten nicht wahrzunehmen, sondern zu meinen, es sei doch unsers und wir wollen horten und behalten. O Herr, vergib uns, vergib mir, dass ich alles dir mit Freuden weihe. Alles. Ich danke dir, dass du so gut bist und uns auch heute Morgen ermahnst, vielleicht auch wächst, korrigierst, aber uns auch in die Anbetung führst, weil du uns wiederum zeigst, wie groß du bist, Herr. Amen.